Ich freue mich heute auf ein Interview mit Professor Christian Klein. Sie haben vor kurzem, haben Sie mir gerade erzählt, einen Lehrstuhl gegründet zum Thema Sustainable Finance. Und da erübrigt sich eigentlich die Frage, lieber Herr Professor Klein, was Sie mit dem FNG zu tun haben. Ich glaube, dann muss man sich irgendwann auch treffen. Das FNG feiert jetzt 20 Jahre Jubiläum. Und mich interessiert und unsere Zuschauer, wie kam die Zusammenarbeit zustande? Und wenn Sie dann mal zurückblicken, was waren so die besonderen Highlights für Sie auch in der Zusammenarbeit mit dem FNG? Ja, wir machen ja seit 2013 hier in Kassel nichts anderes als Sustainable Finance und da führt natürlich kein Weg am FNG vorbei. Und wir arbeiten eigentlich seit 2013 viel mit dem FNG zusammen. Wir haben tolle Projekte gemacht zusammen mit dem Bundesministerium für Forschung und Bildung, allein zwei Projekte. Und es macht immer wieder Spaß, denn das FNG ist da wirklich gut aufgestellt und sehr, sehr toll vernetzt. Dann haben Sie ja schon eine ganze Strecke miteinander vollbracht. Was waren für Sie persönlich die Highlights? Denn man hat ja, sage ich mal, wenn man einen neuen Lehrstuhl gründet, natürlich Pionierarbeit zu leisten. Aber wie funktioniert die Partnerschaft? Was nehmen Sie besonders als tolle Erinnerung auch mit? Ja, das Wort Pionierarbeit ist, glaube ich, in dem Zusammenhang sehr, sehr treffend. Also 2013, als wir angefangen haben in Kassel mit dem Thema, das klingt, als wäre es noch nicht so lange her, aber da hat man ja noch Cocktails mit Strohhalmen bekommen und konnte auf Kreuzfahrten fahren, ohne nachher gedisst zu werden. Das Thema Sustainable Finance war 2013 noch eine absolute Nische. Und da gab es in der Hochschullandschaft eine Handvoll Professoren, die sich damit beschäftigt hat. Und da gab es eben den FNG und da ging gar kein Weg an einer Zusammenarbeit, Gott sei Dank, vorbei. Und das ist das Schöne daran, dass der FNG schon so lange auf dem Thema ist und dass wir hier mit absoluten Experten immer zusammenarbeiten können auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile festgesetzt auch und insbesondere auch nach der Pandemie oder die ja noch läuft, aber man bringt jetzt oft den Zusammenhang, dass eben diese Pandemie auch teilweise etwas zu tun hat und vielleicht sogar substanziell was damit zu tun hat, dass die Menschen etwas tun, was sie besser lassen sollten. Da geht es ja um das Thema Klimawandel und nachhaltige Lebensführung. Das ist doch im Prinzip jetzt die Chance, um das Thema auch in die Breite zu bringen. Wo sehen Sie für die nächsten 20 Jahre denn die Herausforderung auch für das Team vom FNG? Ja, die große Erkenntnis ist ja, dass Nachhaltigkeit kein Gutmenschentum ist, sondern hier geht es gerade im Finanzbereich um Risikomanagement. Und das ist die große Chance, die wir jetzt gerade haben, dass wir sehen, dass Nachhaltigkeitsthemen materiell sind. Das bedeutet also, für den Wiederaufbau gerade nach Corona sollten wir dringend auf Nachhaltigkeitsthemen achten, sonst schlittern wir zwangsläufig in die nächste Krise. Einen Punkt haben Sie ja hier angesprochen, der Klimawandel wird unser aller Leben extrem verändern. Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, müssen wir unsere Wirtschaft und unser Finanzsystem grundlegend umbauen. Und das ist etwas, wo Sustainable Finance eben den Beitrag leisten kann und wird. Und da brauchen wir aus der Praxis so starke Partner wie den FNG, die uns dabei helfen, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse dann auch in die Praxis zu tragen. Vielleicht mal eine Frage zu Ihren Studenten. Das Thema, also wir müssen ja eigentlich jetzt Konjunktur haben und Zulauf ohne Ende. Kassel ist eine schöne Stadt. Sie ist nicht sehr günstig gelegen, wie wir alle wissen. Es gibt zwar eine ICE-Strecke zwischen Berlin und Hamburg und Frankfurt und so weiter. Was sind so, sag ich mal, Ihre Eindrücke von den jungen Menschen, die jetzt an Ihren Lehrstuhl kommen? Sind die auf dieses Thema wirklich gut eingestellt? Also, ich habe ja einen Finance-Lehrstuhl und tatsächlich ist es so, der Student an sich, wenn man mal so pauschalisieren darf, humoristisch, der findet eigentlich Finance nicht so spannend. Tatsächlich aber unsere Kombination, die wir machen, dieses Nachhaltigkeit und Finance, das kommt sehr, sehr gut an. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir sehr, sehr viele sehr gute Studenten haben. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Team in Kassel, das brennt, die wirklich hier was leisten wollen, die hier wirklich was voranbringen wollen, die wirklich dafür sorgen wollen, dass der Finanzmarkt ein Stück nachhaltiger wird. Und das macht Spaß. Und das ist eben die neue Generation, die genau weiß, hier geht es, wie ich schon gesagt habe, nicht um Gutmenschentum, sondern hier geht es wirklich darum, unser aller Leben etwas lebenswerter zu machen. Ja, ich hatte neulich die Gelegenheit, eine Podiumsdiskussion zu begleiten, wo auch Herr von Hirschhausen, Eckhard von Hirschhausen gesprochen hat. Und er sagt, es geht gar nicht in erster Linie darum, das Klima zu retten, sondern unser Leben. Würden Sie auch so weit gehen? Welche Rolle spielt dann auch die
das Thema Corporate oder Finance generell, denn es hat immer was mit Geld zu tun, oder? Wenn wir uns den Klimawandel mal ganz neutral angucken, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir halten ihn auf oder wir halten ihn nicht auf. Und die schlechte Nachricht ist, wenn wir ihn aufhalten, das wird extrem teuer. Und wenn wir nicht aufhalten, wird es noch viel teurer. Also das ist genau der Punkt. Und hier ist das, wo wir als Sustainable Finance Community unseren Beitrag leisten können, dass wir eben zeigen, wie wir eben mit Geld es schaffen können, diese Welt zu retten. Ich hatte vor knappem Jahr einen Gast, ein Mitglied aus dem ehrenwerten Club of Rome, der die These aufstellte, dass die SDGs gar nicht aus den normalen Mitteln finanziert werden können, weder aus Staatsbudgets noch aus privaten Budgets. Der Aufwand ist so immens. Er hat damals vorgeschlagen, eine Parallelwährung vielleicht einzuführen. How to finance SDGs hieß damals ein Interview. Denn dieser Kraftakt ist nicht normal zu bewältigen. Ich weiß nicht, ob Sie zu dieser These Stellung nehmen wollen und können. Also ganz klar ist, dass es sehr, sehr teuer wird. Und wir müssen uns da mal ernsthaft darüber unterhalten. Also was nicht funktionieren wird, ist zu sagen, Klimawandel aufhalten, das ist sehr, sehr teuer, das können wir mit staatlichen Mitteln nicht alleine machen. Jetzt soll es das Finanzsystem machen und die kriegen das schon irgendwie hin. Nein, das wird eine gemeinsame Kraftanstrengung werden. Und es wird auch dazu führen, dass wir alle unseren Lebensstil verändern müssen. Es wird auch dazu führen, dass wir ein paar bestimmte Sachen nicht mehr machen können. Also Kreuzfahrten oder mal eben nach Paris fliegen, das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Und es wird Geschäftsmodelle geben, die nicht mehr funktionieren werden. Also die Reisebranche, so wie sie jetzt aufgestellt ist, wird ein Problem haben. Dafür gibt es natürlich auch jede Menge Chancen. Und das ist genau das, was wir uns jetzt genau und ehrlich ansehen müssen, wo wir dann auch die Konsequenzen ziehen müssen und uns darüber unterhalten müssen, ob wir das wirklich wollen. Ja, 20 Jahre FNG, ein schönes Jubiläum und man kann heute froh sein, dass es damals schon visionäre Köpfe gab, die die Idee hatten, um auf den Weg zu bringen. Und ich freue mich, dass Sie so auch sich da mit einbringen und auch so nette Worte gefunden haben zum FNG. Ganz herzlichen Dank für das Interview.